Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann ist der richtige Zeitpunkt, etwas zu bekommen? Wann ist der richtige Zeitpunkt, dass wir bereit sind, dass Menschen, dass unsere Seelen bereit sind, den Wert, etwas wert zu schätzen, etwas wert zu schätzen, was wir bekommen? Wenn Sie einem 5-jährigen Kind einen nagelneuen Computer dahinstellen, okay, heute gibt es 5-Jährige, die vielleicht schon so damit umgehen können, oder ein tolles Sportauto, ein Ferrari. Sie stellen einem 5-Jährigen ein Ferrari dahin. Nun, Sie können sicher sein, dass der 5-Jährige nichts damit anfangen kann und er mit Sicherheit auch nicht den Wert, ja, nicht den materiellen Wert, sondern auch nicht den immateriellen Wert eines solch großen Geschenkes zu schätzen weiß. Denn, ja, erstens mal kann er noch nicht Auto fahren, normalerweise. Zweitens hat das Kind keinen Führerschein. Es hat auch noch nicht die Erfahrung. Es weiß es auch nicht einzuschätzen im Vergleich zu anderen Fahrzeugen. Also, das Geschenk wäre vollkommen wertlos, vollkommen überflüssig und es wäre auch zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort verschenkt worden. Genauso verhält es sich auch in unserem Leben. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einer wunderbaren jungen Frau, eine Freundin meiner Tochter, die ich auch sehr lieb habe. Also ich habe die Freundin auch sehr lieb. Und wir haben uns unterhalten und diese Freundin war durch eine, und geht immer noch vielleicht ein bisschen, war durch eine sehr, sehr schwere, sehr, sehr traumatisierte Zeit gegangen. Sie hatte eine Beziehung. Klar, ne, wenn man jünger ist, gibt es schon mal Beziehungen, die dann auch nicht funktionieren. Also man muss ja auch ein bisschen ausprobieren. Auch das gehört mit zum Leben. Sie hatte eine Beziehung zu einem Mann und dieser Mann, sie hat gedacht, das ist die ganz, ganz große Liebe. Sie hat ihn über alles geliebt. Sie hat auch ganz viel für ihn getan. Er hat auch sie beschenkt. Der Mann war auch nicht ganz arm. Er war recht wohlhabend und so weiter. Und dieser Mann hat sie aber hinter ihrem Rücken betrogen bis zum geht nicht mehr. Also das kann man wirklich so sagen. Es war sogar so schlimm, dass er dann mit einer anderen Frau ein Kind gezeugt hat und sie wusste das alles nicht. Und dann hat sie das rausbekommen. Es war eine super traumatisierte, schlimme, schlimme Zeit. Und sie trägt immer noch dieses Trauma mit sich, diese Narbe, diese tiefe Narbe. Und gleichzeitig hatte sie in der Zeit, in der diese Beziehung anfing, angefangen als Modedesignerin eigene Mode zu machen, also zu arbeiten. Sie hatte Modedesign studiert und sie fing gerade an als junge Modedesignerin. Und als diese Beziehung dann so problematisch war und er sie so betrogen hatte, dann hat sie sich vor lauter Verletztheit noch mehr in ihre Arbeit gestürzt. Sie hat wirklich alles dafür getan, noch mehr tolle Mode zu entwickeln, ihr Geschäft aufzubauen. Und sie hat ihre gesamte Energie, nein, nicht darin gesteckt, einen anderen Mann zu finden. Sie hat ihre gesamte Energie, so ist es oft im Leben, ne? Wenn man so eine Beziehung hat, die nicht funktioniert, dann stürzt man sich in die Arbeit oder wenn es mit der Arbeit nicht läuft, stürzt man sich in die Beziehung. Ne? Man sucht dann eine andere Fläche, wo man seine Energie loswerden kann. Und sie hat sich in diese Arbeit gestürzt und hat also aus diesem, wo sie angefangen hat als einzelne Modedesignerin, hat sie ein kleines, sehr, sehr gut florierendes und immer größer werdendes Unternehmen gegründet. Und jetzt ist sie wirklich in einer Situation, in der es so bergauf geht. Und sie wird immer bekannter und Menschen kaufen ihre Sachen. Sie liefert in die ganze Welt. Es floriert. Und dann haben wir uns über diese Situation unterhalten. Und ich habe ihr dann gesagt, stell dir einmal vor, dieser Mann wäre jetzt in dein Leben gekommen, jetzt, wo du gerade so am Durchstarten bist. Stell dir mal vor, der Mann wäre jetzt in dein Leben gekommen. Was wäre passiert? Und sie hat gesagt, wow, so habe ich das noch überhaupt nicht betrachtet. Wenn dieser Mann jetzt in ihr Leben gekommen wäre und ihr all das angetan hätte, dann hätte sie womöglich gar nicht die Kraft gehabt, durchzustarten. Und vor lauter Trauer
hätte sie vielleicht ihre Firma links liegen lassen und hätte diese Energie nicht gehabt und hätte dann vielleicht zu Hause weinend auf dem Sofa gelegen. Die Phase hatte sie nämlich kurz, nachdem der Mann das passiert war. Also, ich will in diesem Video damit nur sagen, dass manchmal Dinge, die passieren, die extrem schlimm sind, dass die manchmal im Nachhinein, aus dem Nachhinein betrachtet, genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen sind. Wäre diese Situation bei ihr jetzt aufgetreten, dann wäre es eine ganz schlimme Situation gewesen. Denn sie hätte diese Kraft nicht mehr gehabt, sich ganz in diese Arbeit zu stürzen, durchstarten, weil jetzt sind ganz große Entscheidungen gefragt. Sie hätte diese Kraft nicht gehabt und diese Situation mit diesem Mann hätte womöglich ihr Lebenswerk zerstört. Jetzt ist sie in einer Position, sie hat diese Erfahrung machen müssen in ihrem Leben. Jetzt ist sie in einer Position, junge, erfolgreiche, bildhübsche, tolle Designerin und sie ist natürlich auch vorsichtig, was Beziehungen anbetrifft. Da braucht nicht irgendjemand zu kommen mit irgendeiner tollen Geschichte. Nein, sie ist vorsichtig geworden und ich habe das dann aus dieser Perspektive mit ihr, wir haben darüber geredet und wir haben versucht, das zu analysieren und das war meine Meinung, dass es eigentlich sehr, sehr gut war, dass das vor einigen Jahren passiert ist und nicht jetzt. Denn jetzt hätte das womöglich dazu führen können, dass ihr Lebenswerk, was sie sich gerade aufgebaut hat, ganz kaputt gemacht würde. Klar, es gibt auch Menschen, bei denen so etwas passiert. Es werden bestimmt Zuschauer jetzt sagen, ja, ich kenne so eine Situation. Bei mir ist es aber passiert, als ich ganz oben in der Karriere war. Aber auch da gibt es dann wieder eine Erklärung, eine mögliche Erklärung. Vielleicht war das der falsche Job. Vielleicht war ich ganz oben in der Karriereleiter angekommen und hatte tief in meinem Innern gar keine Lust mehr darauf, auf diese Karriere. Und dann wurde durch ein äußeres Ereignis diese Karriere gestoppt. Ja, auch das kennen einige von uns, ne? Also, es gibt immer Zeichen im Leben und es gibt kein zum falschen Zeitpunkt. Nein, jeder Zeitpunkt ist immer der richtige, jeder Ort ist immer der richtige. So schlimm das klingt, so schlimm das auch manchmal sein mag, der Schöpfer macht keine Fehler. Wenn ich darüber nachdenken würde und würde sagen, das ist alles falsch, das darf alles nicht sein, die Menschen darf es nicht geben, sowas darf es nicht geben, damit würde ich den Schöpfer in Frage stellen. Für mich gibt es kein den Schöpfer in Frage stellen. Für mich hat alles immer genau die richtige Bedeutung, auch wenn es manchmal schwer ist, auch wenn wir sagen, ja, aber wir hätten gerne auch diesen Menschen noch lieber länger um uns herum gehabt. Und warum passiert sowas? Warum müssen Kinder sterben? Warum muss es da eine solch schlimme Situation geben? Das ist niemals das Werk des Schöpfers. Das ist unser Werk hier auf dieser Erde, wenn es Spannungen gibt, Situationen und auch Regionen, in denen es Krisen gibt. Aber alles muss genauso sein, wie es ist. Denn der Schöpfer, die unendliche göttliche Energie, das unendliche göttliche Licht, macht keine Fehler. Das Universum macht keine Fehler. Alles muss genauso sein, wie es ist. Und oft sehen wir es erst im Nachhinein. Oft sehen wir erst im Nachhinein, welche Bedeutung das hatte. Klar, wir haben die Narbe. Die Narbe geht nie mehr weg. Das Trauma ist da. Das Trauma muss verarbeitet werden. Es tut weh. Es schmerzt. Wir vergessen es nie. Immer wieder kommen so kleine Momente, wo wir uns daran erinnern. Wo wir uns auch an den Schmerz erinnern. Der Schmerz, der uns hilft, auch zu wachsen. Wir wachsen auch mit Hilfe von Schmerz. Und irgendwann ist der Schmerz eine Erinnerung, die ich in die Hand nehmen kann und wo ich sagen kann, danke, du bist Teil von mir, du gehörst zu meinem Leben. Ja, Falten und Narben, sie gehören mit zu diesem Leben. Das hier, wo wir hier sind auf dieser Erde, ist noch der Zeitpunkt der Herausforderungen. Irgendwann sind wir alle in einer Situation, in der es keine Schmerzen mehr gibt, in der es auch keine Traumata mehr gibt, in der es auch keine Herausforderungen mehr gibt.
Aber wir sind noch nicht so weit. Wir sind noch alle auf dieser Erde, um zu lernen. Und dazu gehören auch diese Schmerzen, gehören auch diese Traumata. Sie sind Teil von uns. Umarmt eure Narben, umarmt eure Erfahrungen, auch wenn es weh tut, auch der Schmerz. Ja, manchmal sagt man auch, auch Schmerz ist etwas Schönes, denn der Schmerz sorgt auch dafür, dass wir wachsen und lernen.